Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, Hybrid mal anders, ist ja so der eine Titel, aber auch so ein bisschen WM-Fazit Tag 1 will ich in jedem Fall, ich sage jetzt mal so, kurz mal rüber schnacken, denn hat mir unheimlich gut gefallen heute Morgen. Ich habe so ein bisschen, ja, was heißt nebenher, gucken können, ja, kann man so sagen. Und das ganze Spektakel ging ja heute Morgen, ich glaube schon um 9 Uhr los. Und eigentlich nicht so wirklich meine Zeit, muss ich sagen. Aber das fehlt mir hier so ein bisschen in den Ereignissen, dass hier WM ist. Ne? Ich meine, klar, E-Sports, darunter findet man das Ganze natürlich im Moment noch nicht den Tag 1. Aber ich hoffe, ihr habt zumindest mitgemacht hier bei diesem Hub, beziehungsweise bei dem, ja, ich will nicht sagen, Gewinnspiel ist es ja nicht, sondern man bekommt ja schon Gems, nur dass man sich erstmal anmeldet und dann, wenn du die ersten Votings gestern gemacht hast oder vorgestern schon, nee, gestern waren sie, glaube ich, auf, dann gab es ja auch eine Gem-Flut hier und oder eine Juwelenflut. Und ich glaube, am Ende, wenn man dann auch richtig tippt, sind es 1000, knapp 1200 Juwelen, glaube ich, die man dort machen kann. Und außerdem veranstalten wir Watch-Partys. Wenn du näher bist, werden diese Orte sein. Okay, da klicke ich jetzt mal nicht drauf. Das muss ich mir mal genauer angucken. Aber ich habe es heute beim Noobs auf dem Kanal gesehen. Und ich muss sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen, die Kämpfe. Auch wenn ich ja tatsächlich schon ein bisschen älter bin und eigentlich tiefenentspannt daherkomme, habe ich mich schon bei dem einen oder anderen Angriff, ich will nicht sagen, nicht aufgeregt, aber ich war so mit der gleichen Faszination dabei wie Kalle und Noobs. Also unglaublich, manche Kämpfe. Ich habe wirklich vom Monitor gehangen, habe gesagt, mach das jetzt weg da. Und die Kämpfe waren ja auch mega, mega spannend. Und es war alles mit dabei. Ich glaube, der niedrigste Angriff war 69%. Und natürlich, wer kennt es nicht, den 99% Two-Star-Time-Fail, also sowas Knappes, da kriegst du hier wirklich, da geht's an die Pumpe ran. Und aber tolle Kämpfe, auch der, ich glaube, es sind ja deutsche Teams oder zumindest mit deutscher Beteiligung dabei. Ein bisschen überraschend, dass Struth direkt zu Anfang jetzt in das Loser oder Lower Bracket, nicht Loser Bracket, Lower Bracket, glaube ich, gekommen ist und muss morgen früh dann gleich wieder ran. Aber Reported Gaming, absolut klasse gespielt, voll die Nerven bewahrt vor allen Dingen. Und ich wünsche auf jeden Fall der jungen Truppe weiterhin alles Gute. Kann man ja nicht anders sagen. War wirklich toll, tolle Stimmung auch und auch tolle Stimmung im Chat. Also hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen, das Ganze, der ganze Klimper da rundherum. Ich genieße das immer so ein bisschen. Ich mache dabei den Spielchen und so auch meistens nicht mit, aber als Zuschauer bin ich in jedem Fall dabei. Aber ich habe die Tage ja mal so ein Hybrid geübt. Achso, wir können uns ja mal die Juwelen abholen, mal sehen. Ich habe mir mit Thorsten hier schon alle abgeholt und habe auch heute, glaube ich, welche gekriegt vor 5 Stunden. Das heißt, ich habe irgendwo richtig getippt. Ich muss mal nachgucken. Aber ich habe ja die Tage versucht, so ein Izu nachzumachen mit seinem Queen Charge Drachen und habe mich daran erinnert, dass die Clanburg eigentlich gar nicht schlecht war. Die kannst du eigentlich für alles gebrauchen. Und deswegen habe ich gestern, ich muss es euch einfach mal zeigen. Ich hoffe, es ist noch da. Nur eben schauen. Kriegslog, klassisch gewonnen gegen Farm Paradise mit 26-22, aber mit 2x3 Sterne von mir. Und das ist wirklich schon unheimlich selten, dass ich das mache. Mein erster Schuss war hier oben auf die Nummer 1 und wir können mal in die Wiederholung reingehen und ich kann euch mal erzählen, was mir da eigentlich widerfahren ist. Also die Queen startet hier oben, ja, also hier oben am Lager, und kommt hier unten am Lager immer noch nicht weiter. Ich habe die Queen nicht in die Base reingekriegt. Ich habe hier wirklich gesessen, habe gedacht, Mann, mach. aber es wollte einfach nicht. Es wollte einfach nicht. Naja, hier oben am Lager fange ich an und spiele dann hier unten tatsächlich irgendwann diese Blimp. Ja, also da habe ich das so ein bisschen so wie Jan gemacht, habe also so ein bisschen versucht,
mit, oder man muss das gar nicht großartig machen, letztendlich mit der Blimp hier unten am Rathaus, das kriegt ja eigentlich jeder hin, nur ich fand das immer sehr verlustreich, ja, so, ach, ich spiele eine Blimp nur fürs Rathaus, aber es ist natürlich ein ganz, ganz klarer, einfacher Weg. Da kann auch ruhig hier die Quellenfalle sein, die Tornadofalle, alles egal. Aber es ist natürlich ein cooler, einfacher Weg, sich das Rathaus zu schnappen, um schon mal diese Verteidigung auch rauszunehmen, muss man auch ganz klar sagen. Aber ihr seht da oben, wie ich meine Queen da reinquäle, will ich ja gar nicht sagen. Nein, wie die immer weiter rumlatscht. Und Klamburg natürlich gelockt, da kommt ein Dicker raus, also da war eine Superhexe, glaube ich, drin, mit dem Skelett, was da noch rumeiert, und da ist auch noch die Superhexe da, die hat natürlich ein paar mehr Trefferpunkte als andere, und eigentlich, auch das mache ich eigentlich nie, ich bin jetzt auf der gegenüberliegenden Seite natürlich mit meinem Hybrid reingekommen, denn irgendwann musste ich ja mit dem starten, denn die Queen ist hier unten immer noch. Oh mein Gott, habe ich echt gedacht. Toto kriegt nicht mal mehr die Queen in die Base reingedrückt. Und ist natürlich ein bisschen traurig, aber die ist immer noch in Heilung. Und ja, so konnte das ja, so hatte ich jetzt schon locker meine zwei Sternchen. Das war eigentlich Ziel auf diese Base hier. Beziehungsweise hier war, glaube ich, ein Stern drauf. Und ich habe dann halt drei daraus gemacht. Ich habe aber auch gesagt, Leute, das war nur ein Lucky Punch. Also es passiert mir sicherlich kein zweites Mal. Aber es ist mir noch ein zweites Mal passiert, nämlich exakt auch in diesem Klarkrieg. Und auch, ich will mal fast so sagen, fast exakt auch wieder so. Ja, aber ihr seht da unten, Queen hat einfach mal bis zum Ende überlebt. Die ist hier einmal komplett da oben über die Flanke gegangen, also 12 Uhr bis 9 Uhr und dann runter bis nach 6 Uhr. Wenn du sie nicht reinkriegst, muss er halt rum, ne? Dann muss er halt rum, und deswegen hatte ich auch im Titel geschrieben, Hybrid mal anders. Also ich spiele eigentlich den Hybrid immer gerne mit einer Kaserne. A, habe ich die Kasernentruppen schon so ein bisschen zum Funneln, und B, habe ich dann noch Mohawks in der Base. Aber so geht's natürlich auch, und tatsächlich ging das Ganze hier auch auf der 5 auf. Ich konnte es selber auch gar nicht glauben. Da habe ich, glaube ich, mit meiner Queen hier direkt gegenüber am Adler angefangen, weil letztendlich ist natürlich die Adlerartillerie das, was du eigentlich ganz gerne weghaben möchtest, bevor der Hybrid losgeht, denn so ein, zwei Schüsschen auf die Armen meiner, und dann sind die alle weg, das geht wirklich ruckzuck. Aber auch hier wollte ich natürlich die Queen so ein bisschen hier reingehen lassen. Diese offenen Bases, Color hat das heute mal tatsächlich mal gut erklärt, sind natürlich immer so ein bisschen dafür da, um halt genau den Queen Charge genau da nämlich hinzulocken. Die Queen soll möglichst nicht reingehen, macht sie jetzt aber doch. So, da habt ihr das. Die geht nämlich jetzt gleich nämlich trotzdem rein. Und hatte jetzt aber auch keinen anderen Weg mehr, denn nochmal einen Mauerbrecher gespielt für die Mitte, aber der kommt auch nicht mehr ganz durch. Der war ein bisschen früh, ist aber auch nicht so schlimm, denn irgendwann, jetzt ist der Adler weg, und das ist eigentlich dann schon so ein bisschen das Zeichen, dass hier jetzt ein bisschen mehr gehen könnte, beziehungsweise erstmal noch die Clanburg wegmachen. Hier waren jetzt zwei kleine Hexen, glaube ich, drin, ja, und dann auch hier da oben wieder ganz piano, zack, erstmal die Blimp abgesetzt. Und dann musste ich ein bisschen überlegen, von wo ich denn jetzt mit meinem Hybrid hier starte und was am Ende natürlich noch hier überbleibt. Und ich weiß gar nicht, warum ich den unbedingt gefrostet habe. Der tat meiner Queen jetzt gar nicht weh, der Inferno. Aber auch hier jetzt mit dem Hybrid-Part rein. Roll Champion hier für den Bogenschützenturm, sonst wäre der stehen geblieben. Womöglich, obwohl die Queen hätte den auch gekriegt, ja. Die Queen hätte den auch bekommen. Und die kann jetzt aber nochmal so ein bisschen Richtung Core der Base gehen. Clanburg hat auch immer viele Trefferpunkte. Aber auch das, was wir heute gesehen haben in den Livestreams, die Helden, Leute, die Helden, die Max-Helden, die nehmen so viel raus und die halten auch so viel aus. Und ihr seht da oben der König, das ist ein Tier, ne? Wie der tankt, und der ist immer noch am Leben, ne? Alter, ist echt. Und heute war das auch so. Die Helden haben heute einfach bei der WM am ersten Tag
muss ich mal so sagen, die haben das Feld gerockt. Volle Pulle. Da waren die Truppen eigentlich, manchmal waren die Truppen schon so ein bisschen so, die konnten einen leid tun. Ja, sie wurden dann doch noch gespielt, so ungefähr. Aber letztendlich wirklich kranke Angriffe auch. Ich kann mich an einen sehr, sehr gut erinnern. Mit dem Hauptsquad mit drei Riesen, also mit drei großen Hexen durch die Base stolziert und nicht eine einzige Hexe am Ende verloren. Also da waren schon wirklich heute ein paar kranke Dinger bei. Und die wenigen Fails, die da waren, da konnte man dann sicherlich auch das gute Basebuilding der Clans sehen und oder was sie sich dabei gedacht haben. Und ich muss schon sagen, wie gesagt, der erste Teil hat mir sehr, sehr gut gefallen oder der erste Tag hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich hoffe, dass ich morgen, ich bin morgen sowieso auf, ich muss morgen früh arbeiten, also am Wochenende so ein bisschen was tun und da bin ich sowieso auf, da kann ich auch wieder nebenher so ein bisschen gucken. Ich hoffe, die WM hat euch auch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann schreibt das einfach mal in die Kommentare, was euch da gut gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat. Gibt ja auch sicherlich ein paar Kritikpunkte, die man da abgeben kann oder was einem da so ein bisschen stört. Aber ich glaube, die beiden machen das ganz gut für die deutsche Community dort. Und solltet ihr auf jeden Fall, würde ich sagen, einschalten dort bei Noobs oder bei Kalle. Ich glaube, beide haben ihren Stream dann offen. Könnt da reingehen, wo ihr wollt. Und so, dass wir dann den zweiten Tag auch zusammen sehen können, so will ich es mal sagen. Das, was ich jetzt in jedem Fall mache, ich gehe jetzt mal wieder auf die Webseite und vote mal für morgen. Denn heute hat sich da echt schon gelohnt. Ich kann euch das mal an dem Avatar zeigen. Ich glaube, der hat, ich muss mal gucken, ob der sich heute auch Medaillen abgeholt hat. Mit dem habe ich nämlich auch da mitgemacht. Vor 35 Minuten, jawohl. Kann man mal sehen, aber hier seht ihr das, also nur für die Anmeldung gab es schon mal 25 und nur dadurch, dass ich gestern gewotet habe, gab es hier Juwelen ohne Ende und ich mag es ja, ich finde es echt super. Okay, ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen, wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich hoffe, ihr habt euch noch gefreut, dass ihr auf dem Freitag zum Wochenende nochmal ein Video von mir seht. Aber ich wollte das in jedem Fall für euch nochmal festhalten und auch meine Eindrücke so ein bisschen schildern. Also tolles Ding, weiter so. Bis dahin, schönes Wochenende. Euer Toto. Flasht.